Zufrieden ist Finanzsenator Ulrich Nussbaum aus Paris zurück in der Hauptstadt. Seine Verhandlungen mit Veolia über den Rückkauf des 25-prozentigen Anteils an den Berliner Wasserbetrieben scheint auf einem guten Weg. Jetzt müssen noch viele Details abgearbeitet werden bei so einem komplexen Vertragswerk, wie zum Beispiel Rückstellungen, Steuern oder auch Ausschüttungen, die noch nicht getätigt sind. Aber ich denke, dass wir nach der Sommerpause das Ergebnis vorlegen werden können. Nach Vertragsunterzeichnung würden die Wasserbetriebe wieder zu 100% dem Land Berlin gehören. Dass dann auch schnell die Preise für Wasser in der Hauptstadt sinken, da haben die Berliner aber so ihre Zweifel. Ich glaube nicht, dass ich die Preise verbilligen. Es wird so bleiben oder vielleicht sogar noch höher werden im Laufe der Zeit. Wenn unsere Stadt in irgendeiner Form Geld einnimmt, dann gibt es also nicht unmittelbar an uns Bürger zurück. Daran glaube ich absolut nicht, dass die Preise moderater werden. Ne? Denn entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber man wird ja von hinten, vorne bis hinten immer nur betrogen. Erst vor 12 Monaten hatte Berlin RWE seinen 25%-Anteil an den Wasserbetrieben für über 600 Millionen Euro abgekauft. Bei Veolia könnte der Preis wegen ungeklärter Nachzahlungen des Landes Berlin von Gewinngarantien an das französische Unternehmen noch höher ausfallen. Für den Berliner Wassertisch könnte der Veolia-Anteil aber auch preiswerter zu haben sein. Das wäre nämlich dann der Fall, wenn das Verfassungsgericht die Gewinngarantie als verfassungswidrig einstufen würde. Dann könnte eine Rückabwicklung der Verträge erfolgen und damit würden aufgerechnet unrechtmäßig erhaltene Gewinne der privaten Anteilseigner gegen den Rückkaufpreis. Und das wäre eine wesentlich günstigere Variante. Und dann könnten vielleicht auch die Wasserpreise gesenkt werden. Auch der Finanzsenator macht den Berlinern keine große Hoffnung, dass der Wasserpreis in der Stadt in absehbarer Zeit sinken wird. Ich sage weder ja noch nein. Wir müssen uns die Preisentwicklung in Zukunft anschauen. Und ich glaube, wenn wir das Unternehmen zurückgekauft haben, dann haben wir auch mehr Einflussmöglichkeiten. Und so fließen die Träume von sinkenden Wasserpreisen für die Berliner langsam davon.